So. Bin mir nicht sicher, ob das der optimalste Weg ist, den ich hier gehe. Dort unten hat's nochmal einen Schacht. Verdammt. Tut mir leid, Doc. Wohl kein Glück. Oh nein. Oh nein. Ein Kinderspiel. Ich hab dich wie eine Geige gespielt und dann die Saiten durchgeschnitten. Schlaf schön, Bats. Okay. Natürlich erneut versuchen. Okay, das ist das, schön. Hilf mir! Hilfe! Holt mich heraus! Hör zu! Die Fledermaus kommt, wenn du sie siehst. Schick. Jokers Männer tragen alle Sicherheitsbänder. Ich muss zuerst den ausschalten, der sie bedient. Dann gehen wir mal direkt von Anfang an hier lang. Okay. Aber ich wollte es also einfach mal austesten. Was ich natürlich jetzt noch hätte austesten wollen, wäre wirklich jemanden lautlos umnieten. Ob das funktioniert? Ja, das war nicht so der gewünschte Effekt, sondern ich dachte eher an den hier. Ich bin verwirrt. Okay, Batman sollte sich besser nicht mit uns anlegen. Oh. Ich will's ausprobieren. Das geht. Sehr gut. Nein. Ich weiß, du bist hier. Lass sie fallen, Jungs. Okay. Gut. Du hast den Mann gehört. Es geht. Ein Kinderspiel. Ich hab dich wie eine Geige gespielt und dann die Saiten durchgeschnitten. Schlaf schön, Bats. Na 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 na. Gut. Hilf mir! Hilfe! Holt mich heraus! So. Jokers Männer tragen alle Sicherheitsbänder. Ich muss zuerst den ausschalten, der sie bedient. Okay. Sollte sich besser nicht mit uns anlegen. Plupp. Ich weiß nicht, kann ich hier rüber? Muss ich hier rüber? Nein. Tschüss. Uff. Joker will, dass er gestoppt wird. Ich kümmere mich drum. Das war knapp, aber oh, oh, da sind wir. Okay. Das wird kniffliger als gedacht. Ah, hier. Stimmt, in dem Bodengitter. Und dann kommen wir hier runter.
dort könnten wir rüber. Von hier komme ich dann nicht hoch, okay. Fällt das auf, wenn ich jetzt hier einfach so... Na, sehr gut. Gewagt und gewonnen, aber noch nicht zu früh freuen. Noch nicht zu früh freuen. Okay, hätte er sein können. Immer schön geduckt bleiben. Ah, da ist er. Hauptbedrohung habe ich ausgeschaltet, aber die Geiseln sind immer noch in Gefahr. Sehr gut. Aua, meine Güte. Ist tot. Ah, ungut. Ich grüße meinen gefallenen Feind. Der Joker ist es einfach. Okay, ich dachte, ich kann den schnell noch hinterher und ne, den aufhalten. Es gibt also keinen Schrank im Garten. Also nimmst du stattdessen niemand das Dach, was? Drei Bewaffnete. Ich weiß nicht, ob die Batclaw da hilft. Er ist jetzt auf dem Weg zu dir. Mach irgendwas, singe, tanze, aber lass ihn nicht durch. Ja, gib uns Befehle und dann setz dich in deinen kleinen sicheren Raum, während wir... Ich werde dich töten! Ich werde dich umbringen! Die Befürchtung habe ich auch. Schaut mal auf das Leben. Eieiei. Was? Ah. Joker wollte, dass der Eingang zur Titan-Produktionsstätte bewacht wird. Ich sollte Harleys Spur folgen, sodass ich ihn finden kann. Gerade konnte ich doch noch darüber irgendwo essen. Oh nein. Dass es geht. Schön. Und jetzt komme ich ja wieder hier raus, wo ich raus will, hoffe ich. Genau. Guten Tag. Ich arbeite hier nur. Was bringt es mich zu töten? Für den Joker gibt es keinen Sinn. Tut mir leid. Ich dachte, ich arbeite für Dr. Young. Ich wusste nicht, dass Joker dahinter steckt, bis er ins Labor platzte. Wo ist das Labor? Geht zurück, ich komme immer durch. Es gibt eine versteckte Tür, aber naja, sie ist versteckt. Ich finde es. Bleib hier. Wow. Es gibt eine versteckte Tür, aber sie ist versteckt. Ja dann. Wo ist Dr. Kellerman? Woher soll ich das wissen? Es erscheint fahrlässig, dass Sie ihn verloren haben. Ich habe keine Zeit für Ihre Spiele, Miss Eisley. Sagen Sie mir, wo Sie ihn haben. Wir haben Sicherheitsbänder von gestern Abend, die Sie und er in Ihre Zelle verlassen. Und? Soll ich es buchstabieren? Wir wissen, dass Sie ihn hypnotisiert haben oder was Sie auch immer tun. Wir wissen, dass er Sie
die Sicherheitskameras auf der ganzen Insel waren um 3 Uhr früh von Blumen und Laub bedeckt. Wo ist er? Sagen Sie es mir! Ich sage kein Wort, bis Sie genau das tun, was ich Ihnen sage. Oh je. Da hat die Falle also zugeschnappt. Okay, wir sollen zurückgehen. Zu der versteckten Tür, aber Vorsicht, sie ist versteckt. Müssen wir aufpassen. So. Komme ich hier irgendwo besonders hin? Noch eins, kann das sein? Nein, auf keinen Fall. Du kannst sie nicht alle lösen, das ist unmöglich. Humpty Dumpty. Oh lol. Der wegen seiner eiförmigen Gestalt Humpty Dumpty genannte übergewichtige und glatzköpfige Humphrey Dumpler ist besessen davon, Dinge auseinanderzunehmen und wieder zusammenzusetzen. Seine ersten Verbrechen waren Einbrüche, bei denen er mechanische Gegenstände funktionsuntüchtig zurückließ, weil es ihm nicht gelang, sie wieder korrekt zusammenzusetzen. Bald nahm er seine Obsessionen aber Ausnahme an, die zu schweren Katastrophen in Gotham führten. Dumpler versuchte sogar, seine brutale Großmutter zu reparieren, indem er sie zerstückelte und anschließend versuchte, sie nach Frankensteins Art wieder zusammenzusetzen. In Arkham ist er ein vorbildlicher Gefangener, dem inmitten des ganzen Wahnsinns ein ruhiges Wesen und seine imposante Statur zugutekommt. Ach du Scheiße. Den kenne ich auch noch nicht. Humpty Dumpty. Okay, Blümchen. Hier kommen wir aber nirgendwo weiter. Okay, hat gesagt, wir müssen zurück. Wir sind sogar richtig hier. Auf die Seite hier, dann müssen wir hier einmal rum. Dann kommen wir da auch hin. Ah, hier sind wir. So, hier sind wir, glaube ich, hergekommen, ne? Genau. Ich muss sie gar nicht gedrückt halten, das macht er von alleine. Ist ja schon mal ganz angenehm. So. Ach, hier ist das. Okay, ich verstehe. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie weit muss ich zurück? Um wie viel Uhr ist im Wunderland Teezeit? Irgendwie.
ich manchmal Probleme, mich zu orientieren, aber hier ist halt... Zeigt es mir, dass ich raus soll, oder? Eigentlich muss ich doch hier drin bleiben, oder nicht? Hier hinten hat es noch eine Tür. Hier ist ein Kreis. Heißt das, ich muss hier hin? War ich da schon? Na, hier ist ja... der Raum, wo ich die Geiseln gerettet habe. Aber hier ist halt ein... Ich gehe nochmal zurück.